Wir haben uns vorgenommen, einfach heute nochmal im letzten Spiel für uns in der Saison nochmal alles rauszuhauen nach einer großen Enttäuschung am Mittwoch. Und ich denke, die Zuschauer haben es auch verdient, hier in die Halle kommen, was Anständiges zu sehen. Und ich denke, das ist uns immerhin ganz gut gelungen. Ja, es ist auf jeden Fall ein Sieg mit... Ja, der sich nicht so anfühlt wie einer, weil wir uns vor 3 Tagen das natürlich vermasselt haben, dass das hätte heute hier sehr, sehr schön werden können, weil wir es nicht geschafft haben, uns aus dieser Situation zu, ja, was Positives rauszuholen. Allerdings muss ich trotzdem sagen, dass ich heute ganz viele Gefühlsschwankungen vor dem Spiel hatte und auch während dem Spiel, weil das war der emotionalste Moment für mich irgendwie heute bei der Nationalhymne, warum auch immer, ob das an der Familie liegt, die hier aus der Heimat kommt, oder ob das an dieser Situation des deutschen Handballs liegt, in die wir sie jetzt reingeritten haben. Aber wir sind auch diejenigen, die alles dafür tun werden, in Zukunft das Trikot wieder mit Stolz zu tragen und sie da wieder rauszuholen. Ja, wir haben das jetzt einfach verbockt, die Quali. Wer 2-mal gegen Montenegro verliert, der hat es auch nicht verdient, nach Dänemark zu kommen. Und ja, der Sieg heute ist eigentlich egal. Hätten wir das Konzept umgesetzt in Montenegro, was uns Martin vorgegeben hat, dann hätten wir da gewonnen. Das haben wir leider nicht geschafft. Und das hätte in Montenegro genauso laufen können, dass sie außen viele Tore werfen, weil einfach bei der 3-2-1-Deckung, wie es Israel auch gespielt hat, ist es so, dass sie außen oft zum Wurf kommen. Ich bin sehr froh, dass die Mannschaft ihr wahres Gesicht gezeigt hat, dass sie Charakter bewiesen hat, dass sie eine Einheit ist. Der verschworene Haufen, den wir auch in Spanien gezeigt haben. Und das hat sie heute wirklich eindrucksvoll bewiesen, obwohl es ganz schwierig war für die Jungs, oder nicht nur für die Jungs, auch für mich insgesamt, diese Niederlage vom Mittwoch zu verarbeiten. Aber wie gesagt, Hut ab vor dieser Leistung, dass die Jungs sich da so zusammengerissen haben und mit diesem positiven Ergebnis jetzt zumindest von heute in ihren Urlaub fahren können.